Hallo miteinander und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe eures Unterrichts. Wir haben uns ja schon gestern Montag abgesprochen, dass die Exkursion, die wir geplant hatten, nun auf virtuelle Art durchgeführt werden soll. Wir stehen hier nun in einem Team zu viert beim Landesmuseum. Neben mir steht Max Ruckstuhl von Grünstadt Zürich und er wird mit uns die nächsten 1,5 Stunden unterwegs sein. Ihr werdet natürlich hier die Perlen mitbekommen von dieser Tour und wir freuen uns sehr, Max, dass du dir die Zeit nimmst und in dieser besonderen Form uns mehr berichtest über die Siedlungsökologie in der Stadt Zürich und wie auch die Stadt damit umgeht und was ihr für Maßnahmen realisiert. Sehr schön. Herzlich willkommen. Dankeschön, Florina, für diese netten Eingangsworte. Ja, wir sind hier mitten in der Stadt Zürich, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes. Also im Sommer, wenn es dann schön Wetter ist und alle Leute wieder nach draußen können, dann hat es hier unglaublich viele Leute. Und ich werde euch jetzt heute Nachmittag die einen oder anderen Highlights von diesem Ort hier erklären und zeigen. Wir sind also nicht in einem Naturschutzgebiet, im Katzenseegebiet oder Wehrenbach-Tobel oder so, sondern wir sind in unmittelbarer Nähe, mitten in der Stadt Zürich. Und was diese Oase uns für uns Menschen, aber auch uns Tieren, der Flora und Fauna bietet, das zeige ich Ihnen heute an dieser Exkursion. Wir sind hier, wie gesagt, in der Platzspitzanlage, eine der ältesten Anlagen in der Stadt Grünanlagen hier in der Stadt Zürich. Und Sie sehen diese vielen Bäume, die hier sind. Das war natürlich vor x 100 Jahren noch lange nicht so. Solche Parkanlagen, die brauchen sehr wohl ihre Zeit, um diese ökologische Bedeutung auch zu erhalten. Und heute ist das eine Oase, wie wir sie in der Stadt Zürich selten antreffen. Wie gehen wir als Grünstadt Zürich, die wir hier zuständig sind, für die Pflege dieser Anlage, wie gehen wir damit um? Wenn wir etwas umherschauen, ich mache jetzt dann gleich einen kleinen Spaziergang darüber und sehen, wie unterschiedlich und differenziert Grünstadt Zürich mit diesen Flächen umgeht. Einerseits sehen wir hier diese Rasenflächen, die man hier sieht. Hier können sich die Leute im Sommer, wenn alle Leute hierher kommen, einerseits Schatten suchen, andererseits natürlich gerne in der Sonne sich wälzen. Da kommen sie hierher in Massen. Ja, dieses Jahr vielleicht etwas weniger, aber in normalen Sommern ist das natürlich eine sehr stark besuchte Grünanlage. Und wenn wir jetzt da etwas genauer hinschauen, dann sehen wir hier um diesen Baum herum, da haben wir solche Baumscheiben, sagen wir dem. Hier wird etwas weniger gemäht, also es wird differenziert gemäht. Dort, wo die Leute hintreten können oder sich hinlegen können, dort wird der Rasen gemäht. Öfters mal gemäht, alle paar Tage wird das gemacht, aber andererseits haben wir dann auch wieder solche Rückzugsgebiete, solche ökologischen Flächen. Ich gehe jetzt da noch etwas da herüber. Wir haben hier dann eine große, breite Baumscheibe, die wir nur alle paar Wochen oder sogar vielleicht zwei, dreimal pro Jahr so mähen. Und was man hier sehr schön sieht, das sind solche Pflanzen hier, wie diese Wiesensalbei, die sich hier natürlich sehr schnell ansiedeln und sich hier auch wohl fühlen können. Es gibt ganz verschiedene Straucharten. Gleich da drüben haben wir beispielsweise einen schwarzen Holunder. Da kann man wunderbare, feine Beerensäfte daraus machen, ganz viele solche Dinge. Und wenn wir hier so schauen, diese Vielfalt an verschiedenen Pflanzenarten, aber insbesondere auch Baumarten, dann kann man richtig Freude daran kriegen über einen solchen Park, den wir hier in der Stadt Zürich, mitten in der Stadt Zürich so haben. Also neben dieser wunderbaren Vielfalt an den verschiedenen Pflanzen und Baumarten gibt es hier auch unglaubliche Riesen von Bäumen. Und hier sehen wir gleich so einen Baum, eine uralte Platane, die mehr als 200, 300 Jahre alt ist. Also wenn man diese Platane hier sieht,
das ist das einfach etwas Wunderbares. Und zu solchen alten Bäumen, da gibt sich Grünstadt Zürich die größte Mühe, dass wir diese auch so behalten können. Da werden auch viele technische Hilfsmittel werden da verwendet, damit man diese alten Bäume sehr, sehr lange erhalten kann. Wir stehen jetzt hier ein wenig außerhalb des Platzspitzparks, und zwar weil bei uns noch eine Frage aufgetaucht ist an dich, Max, und zwar wie denn eigentlich die Stadt Zürich mit den Baumscheiben, also mit den Bereichen um die Bäume herum umgeht, wenn es eben nicht, wenn der Baum nicht in einer Parkanlage steht, sondern beispielsweise hier an einer Straße. Ja, also eben, wir sind hier mitten in der Stadt Zürich, wir sind an der Sihlstraße, es gibt hier enorm viel Verkehr und das ist gar nicht so einfach für diese Bäume, hier ein gutes Auskommen zu erhalten. Da haben wir vor 20 Jahren haben wir versucht, diese Baumstandorte zu verbessern, indem man eben diese Baumscheiben besser aufbaut, also dass man sie zusammenhängt. Also wenn wir hier diese ganze Baumscheibe sehen, dann ist es ein wunderbarer Grünzug, der sich entlang von dieser Sihlstraße hier bewegt. Und das bedeutet auch, dass diese Bäume sehr viel bessere Möglichkeiten haben, ihre Wurzeln auszubilden. Es gibt mehr Möglichkeiten, das Wasser besser zu den Wurzeln kommt. Und es hat natürlich noch viele weitere Vorteile, nämlich beispielsweise für die Insekten. Die können sich an diesen Pflanzen natürlich gütlich tun. Und wir wissen mittlerweile, dass auf solchen Flächen sehr, sehr viele Insektenarten, sprich im Speziellen auch Wildbienenarten hier vorkommen, also nicht nur Honigbienen, sondern eben Wildbienenarten. Und das hat seine Auswirkung von oben bis unten und umgekehrt als Vernetzungskorridor für Flora und Fauna. Vielen Dank für die Antwort. Bitte schön. Ich glaube, wir würden jetzt weitergehen und wieder auf unsere Route einsteigen, oder? So machen wir das. Genau. Wir gehen jetzt hier wieder über diese alte Militärbrücke, die ist uralt. Diese Brücken stehen auch unter Denkmalschutz. Gehen jetzt über die Sihl und schauen uns dort den Zusammenfluss zwischen Sihl und Limmat an. Wir kommen hier jetzt zum Zusammenfluss zwischen Sihl und Limmat. Die Sihl ist auf der linken, zu meiner linken, und die Limmat ist zu meiner rechten Seite. Und wenn wir hier jetzt schauen, wenn wir diese Limmat hier anschauen, der kommt direkt aus dem Zürichsee, dann sehen wir, wie stark verbaut dieser Abschnitt der Limmat ist. Wir machen jetzt auch einen kleinen Schwenker und gehen langsam Limmat respektive Sihl abwärts und schauen, wie es dort aussieht. Auf meiner linken Seite sehen wir, wie die Sihl hier hinunterfließt und dann mit der Limmat zusammenfließt. Das ist ein wunderbarer Ausblick hier und wir sehen schon, wie viel spannender dieser Abschnitt hier vom Gewässer her, von der Gewässermorphologie, von der ganzen Ökologie natürlich viel, viel interessanter ist. Die Sihl, die kommt von den Bergen, vom Sihltal her oben, kommt sie hier hinunter und war schon immer das viel wildere Gewässer wie die Limmat, zumindest in diesem Abschnitt, bis hier die Limmat und die Sihl zusammenfließen. Wir kommen jetzt hier zu dieser ganz schönen Aussichtsplattform, wo Sihl und Limmat zusammenfließen. Eine wunderbare Angelegenheit. Wirklich, also mitten in der Stadt gibt es wohl kaum einen schöneren Blick wie hier diese ganze Limmat hinunter. Was wir hier sehr, sehr, sehr schön sehen, ist dieser Zusammenfluss. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie dort diese Inseln, die man dort sieht. Und die sind entstanden, indem eben die Sihl hier das kiesige Material vom Sihlsee
hinunterträgt. Und hier, weil der ganze Limmatraum ist hier etwas breiter und hier wird das Sediment auch abgelagert. Und wenn nicht allzu viel Hochwasser ist, dann kann sich auf dieser Ebene dann so eine Kiesinsel kann hier entstehen und darauf wachsen dann verschiedene Weidenarten. Und das ist auch wieder sehr interessant, beispielsweise für verschiedene Vogelarten, die hier auch brüten. Wir stehen hier auf der direkt über dem Lettenareal. Bis 1989 ging hier diese wichtige SBB-Linie durch. Wir sehen hier, wo diese Linie hier durchgegangen ist. Und gleich unter uns, hier unten neben diesen Rotdachhäusern, ist dieses Tunnel, war dieser Tunneleingang. Dann hinüber zum Stadelhofen hinüber. 1989 wurde diese Linie stillgelegt und seither kann die Natur sich hier wieder freien Lauf entwickeln lassen. Mit einer kleinen Ausnahme in den 90er Jahren mit dem ganzen Needlepark-Situation war das kein sehr guter Naturort. Aber heute hat sich das wieder sehr gut entwickeln können. Wir spazieren jetzt etwas in diese Richtung und Limmat abwärts und machen dann die einen oder anderen Ausgucke auf dieses Lettenareal hinunter. Ja, ich glaube, es ist Zeit für die nächste Frage. Wir sind jetzt hier an einem sehr grünen Ort, also der für Tiere und Pflanzen und auch für die Menschen viel Wohlbefinden vermutlich generiert. Was würdest du aber sagen, was sind die besten Förderungsmaßnahmen für Biodiversität im Siedlungsraum an Orten, wo es eben vielleicht nicht so grün ist und keine Bäume wachsen oder die viel urbaner sind? Ja, ist natürlich keine so einfache Frage, weil es kommt sehr darauf an, wo man wirklich ganz genau ist und welche Möglichkeiten man zur Verfügung hat. Also beginnen wir mal auf einem Balkon oder auf einem Flachdach. Oder? Dort gibt es die Möglichkeit, dass man so 10, 15 Zentimeter beispielsweise eine Dachbegrünung installieren könnte. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil der Grundeigentümer, der muss damit einverstanden sein, das ist mit Kosten verbunden. Auf dem eigenen Balkon, dort hat man natürlich schon wieder etwas mehr Möglichkeiten. Da kann man Töpfe aufstellen, wo man Blumen hinstellen kann, wo man auch Tomaten ziehen kann, all solche Dinge. Das ist auf einem Balkon sehr gut möglich. Und wenn man dann nach draußen geht, einen Innenhof beispielsweise hat, der heute versiegelt ist, dann könnte man zur Verwaltung beispielsweise gehen, mit vielen Leuten zusammen eine Initiative gründen und so versuchen, aus dieser versiegelten Fläche etwas Grün dort reinzubringen. Ist eine nicht ganz so einfache Angelegenheit, aber wo es vielleicht schon entsiegelt ist und man einfach einen kiesigen Boden hat, dort gibt es dann die Möglichkeit, dass man dort den Boden aufrauen kann, vielleicht etwas Humus dazugeben kann, damit die Pflanzen dort gut wachsen können. Und vielleicht sind es auch Töpfe, die man dort reinstellt. Das sind solche Möglichkeiten. Eine andere ganz sehr tolle, gute Möglichkeit sind Vertikalbegrünungen. Oder? Das kann auch wieder von einfach bis sehr kompliziert kann das aufgebaut sein. Aber die ganz einfachen mit Klimmern Pflanzen, die sich einfach an dieser Wand heraufranken, da kann man einfach eine Pflanze in den Boden setzen und schon kann das gut wachsen. Setzt allerdings auch gewisse technische Voraussetzungen voraus. Nicht, dass der Grundeigentümer des Hauses am Schluss eine kaputte Wand hat. Da muss man schon sehr gut aufpassen. Aber für das Klima, beispielsweise im stark versiegelten und sehr heißen Kreis 4 oder 5, dort sind das natürlich sehr effektive Maßnahmen für Vögel, aber auch für uns Menschen, wo wir uns dann sehr viel wohler fühlen. Wir kommen jetzt hier an einen nächsten wunderschönen Ort. Hier waren vor 50 Jahren alles waren Rebberge.
Hier haben wir eine kleine Reminiszenz, nicht in Form von einem Rebberg, sondern in Form von einer Wiese, die übrig geblieben ist, als hier das ganze Areal, als es dann zumal noch Bahnhofgelände war, wurde hier alles neu umgestaltet. Und hier diese Reminiszenz mit diesen Obstbäumen, mit diesen kleineren Obstbäumen, das gibt ein wunderschönes Bild, das man hier so erleben kann. Hier sind auch sehr viele Eidechsen zu Hause. Wenn wir Glück haben und es irgendwo noch etwas Sonne gibt, dann hätten wir allenfalls noch das Glück, hier noch so etwas zu sehen. Wir sehen auch in diesen Feldern, in diesen Wiesen, diese Kleinstrukturen, die wir hier so gemacht haben. Das ist als Rückzugsgebiet für die Eidechsen, weil sie müssen auch einen guten Schutz haben vor den Katzen. Sonst ist so eine Population sehr schnell ausgerottet. Wir gehen jetzt weiter nach vorne zum Lettenareal und nehmen uns noch einmal die Zeit, hier dann hinunter zu sehen. Jetzt stehen wir hier direkt über dem Gebiet, über dem Naherholungsgebiet des Lettenareals. Wir sehen hier diese intensiv genutzte Fläche, wie diese im Sommer, also jetzt natürlich nicht, weil hier jetzt momentan wegen der Coronavirus ist alles gesperrt und deshalb ist hier heute niemand. Aber bei sonnigem Wetter, da sind hier Badetuch an Badetuch, sind hier die Leute hier versammelt. Und wenn wir da dann weiter hinaufschauen, dort gibt es diese Sandfläche, dort wird intensiv Beachvolleyball gespielt. Also diese Fläche hier, das ist im Verlauf der letzten 20 Jahre, seit 2000, Mitte, Ende 90er Jahre, ist dieser Ort hier zu einem richtigen Innenort geworden. Man kann wunderschön hier baden, auf beiden Seiten dieses Lettenkanals. Also ein sehr schöner Ort. Und wenn Sie, liebe Studentinnen und Studenten, mal Zeit im Sommer haben, die bekommt man irgendwann mal wieder, können Sie hier sehr wohl durchgehen und diese Fläche und dieses Naherholungsgebiet hier auch genießen. Wir stehen jetzt hier beim Lettenkraftwerk stehen wir hier jetzt und hier gibt es die Schwierigkeit für die Fische, dass die von der Limmat her aufwärts Richtung Zürichsee hinauf schwimmen können und deshalb hat man an dieser Stelle hier so eine sogenannte Fischtreppe gebaut. Das sind so verschiedene Kammern, die miteinander verbunden sind und das Wasser, das strömt so hindurch. Und die Fische können über diese Kammern hier hochschwimmen und kommen wieder in den Zürichsee. Und so kann man die Lebensräume für die Fische wieder vernetzen und zusammenhängen. Diese Fischtreppen, die sind jetzt, das macht man jetzt seit etwa 30 Jahren wahrscheinlich oder vielleicht auch schon etwas länger. Jetzt hat man einigermaßen gute Erfahrungen, wie man diese Fischtreppen bauen kann. Und das ist schon nicht ganz so einfach, dass die Fische einerseits vom Lebensraum unten in den Lebensraum hinauf gehen können. Sie müssen aber auch wieder auf die andere Seite, nämlich von oben vom Zürichsee, auch hinunter schwimmen können. Erst dann ist es eine gute Vernetzung für die Fische. Ja, wir sind jetzt im letzten Teil unserer Tour schon angelangt und wir befinden uns auf einem Wegstück, das eigentlich eine spannende Vergangenheit hat. Wir haben davor schon ein wenig darüber gehört und jetzt, Max, möchtest du vielleicht noch ein paar Worte dazu verlieren, wo wir uns gerade befinden? Wir spazieren jetzt hier auf diesem alten Trasse der SBB. Früher, bis 1989, fuhren hier die Züge durch, die Züge vom Hauptbahnhof Zürich. Hier in Wipkingen machten sie Halt und gingen dann via Tunnel dann zum Stadelhofen hindurch. Heute hat man die S-Bahn mit Bahnhof Museumstrasse und so weiter, viel bequemer. Aber dieses Trasse hier, das konnte erhalten werden
Und das war sehr spannend und schön, dass dieses alte Trasse, dass wir das jetzt heute für die Erholung nutzen können. Einerseits kann man zu Fuß drüber spazieren und andererseits gibt es auch eine große Möglichkeit für die Veloverbindung, dass man hier direkt vom Kreis 6 in den Kreis 4 und 5 spazieren kann über das alte Lettenviadukt. Gibt es sehr schöne Bilder, die man dann über Zürich, über Swissmehl und so weiter dann machen kann. So sind wir schon bald am Ende unserer Exkursion angelangt. Es gibt nochmals ein kleines Highlight. Möchtest du wissen, um was es geht? Ja, unbedingt. Ja. Was hast du das Gefühl, um was es hier gehen könnte? Also wir laufen jetzt ja Richtung Josefswiese. Ja. Und da gibt es bekanntlich einen sehr exponierten Brutplatz. Ich weiß nicht, ob es vielleicht... Genau, ja, ganz genau, du hast es erlegt. Ganz genau um dieses geht es. Wir sehen hier diesen alten Viadukt, wo heute noch der Zug drüber fährt. Und auf der unteren Etage, dort können die Leute marschieren und die Velos, die können hier sich bewegen. Und wenn man noch etwas weiter in diese Flucht schaut, dann sehen wir dort den Turm der Kehrichtheizkraftwerks Josefstraße. Und dort haben wir vor 15 Jahren, 20 Jahren sind es schon bald her, haben wir dort ein Falkenhorst eingerichtet. Grundsätzlich wäre es für die Wanderfalken, die sehr, sehr selten sind. Aber in den letzten Jahren, da sind Turmfalken hier bei uns eingezogen und die brüten jedes Jahr erfolgreich dort mit manchmal 5 bis 6 Jungen. Und gerade aktuell ist wieder ein Paar dort, das versucht dort zu brüten. Und wenn ihr Lust habt, da mal reinzuschauen auf www.stadt-zürich/falken, dort könnt ihr nachschauen, wie es diesen Falken geht. Super, das werden wir gerne machen. Max Ruckschul, vielen herzlichen Dank. Die Zeit ist bereits schon um. Wir haben einige spannende Eindrücke erlangt. Es gäbe natürlich noch viele mehr. Ich denke, es lohnt sich auch für alle, dass sie vielleicht die Strecke mal ablaufen, insbesondere wenn auch die ganze Strecke wieder geöffnet ist, vielleicht im Sommer. Mhm. Und wenn noch weitere Fragen auftauchen, denke ich, stehst du zur Verfügung, dass die Studierenden sich auch noch bei dir melden könnten. Ja. Unsererseits eben vielen herzlichen Dank, dass wir mit dir unterwegs sein durften. Wir haben hier noch ein kleines Dankeschön mitgebracht. Also danke vielmals. Für deinen Aufwand und deine Zeit, die du hier reingesteckt hast. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich dir und deinen Studenten natürlich auch. Einen guten Abschluss. Besten Dank. Bis ein andermal. Wunderbar. Tschüss. Ciao, Max. Ciao.